Ich glaube schon, dass gerade der Austausch zwischen Industrie und Politik jetzt auch gerade im Vorfeld der Wahlen sehr relevant ist, um eben auch diesen Diskurs, den wir ja brauchen, letztendlich um Deutschland in Summe weiterzubringen, hier eben auch zu starten. Ja, da muss man gucken, wofür jetzt Strategie im Speziellen. Ja? Also ich meine, wir natürlich für unser Unternehmen, das ist völlig klar, aber ich glaube schon, dass man weiterdenken muss und letztendlich, ich meine, die Probleme, was jetzt Klimaneutralität anbelangt und so weiter, das betrifft uns ja alle und wir als Industrie sind ein Teil davon. Deswegen hat es für uns einen unheimlich hohen Stellenwert, uns eben langfristig auszurichten und da die richtigen Schritte zu gehen. Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass der Pfad relativ klar ist. Ja, ich meine, klar kann man immer wieder diskutieren, gibt es andere Technologien, deswegen man muss grundsätzlich offen sein. Aber aktueller Stand der Dinge ist, dass an der batterieelektrischen Mobilität kein Weg dran vorbeiführt, um eben die Klimaziele zu erreichen. Und da sind wir jetzt voll drauf unterwegs. Ja, es ist eben dieses Zusammenspiel zwischen Infrastruktur, ja, die ja natürlich sehr stark auch von der politischen Richtung abhängig ist und eben dem, was wir als Unternehmen letztendlich dazu beitragen können. Also gerade das angesprochene Thema Ladeinfrastruktur ist ein Riesenthema, was wir als jetzt Automobilindustrie alleine nicht lösen können. Deswegen ist es eben das, was ich vorhin schon sagte, es sind eben verschiedene Parteien, die da zusammenkommen müssen. Ja, gerade auch die unterschiedlichen Standpunkte. Ich meine, davon leben wir letztendlich, um uns da auch weiterzuentwickeln, ja, verschiedene Ideen zu haben, verschiedene Standpunkte einzunehmen. Das fand ich sehr spannend, aber in Summe eben auch ein klares Signal, dass es alleine eine Partei nicht lösen kann. Also meine ich jetzt nicht politische Partei, sondern sie brauchen Politik und sie brauchen Industrie und das eben übergreifend. Und das finde ich das Spannende.